Was für eine Frechheit, da stößt sie den Papa des Wirtschaftswunders einfach vom Sockel. Wobei, ich hatte immer schon ein bisschen Angst vor dem, der hatte so einen komischen Blick und mit dieser Zigarre, aber er hat doch uns das Wirtschaftswunder gebracht, der Ludwig Erhard. Und da schreibt doch die Ulrike Herrmann ein Buch und sagt, Deutschland ein Wirtschaftsmärchen, warum es kein Wunder ist, dass wir reich geworden sind. Ich freue mich, dass ich wieder mal mit Ulrike Herrmann spreche. Schönen guten Tag, Frau Herrmann. Ja, hallo. Der Stress vom Buchschreiben, ist das enorm und ist das eine Befreiung, wenn es raus ist? Ja, natürlich, obwohl man sich das falsch vorstellt. Man denkt ja, man hat das Buch geschrieben und dann ist alles vorbei. Also, ich glaube, Sie müssen nochmal anfangen. Naja, wir sind ja live. Das ist ja schön. Also ich muss erklären, Sie sind im Großraumbüro unter Taz. Ja. Herr Rose, ja. Tut mir leid. Jetzt kommen aber, glaube ich, keine weiteren Kollegen mehr hier. Das ist ja schön. Also Sie haben das Buch geschrieben, dürfen jetzt wieder den Alltag in der Taz genießen, im Großraumbüro und müssen natürlich Interviews geben. Und da haben Sie ja natürlich auch für Verärgerung gesorgt, weil Sie den Ludwig Erhard vom Sockel gestoßen haben. Welche Reaktion war heftiger? Das vom Sockel stoßen der Legende oder das Buch selbst mit dem Inhalt? Naja, man muss schon sagen, dass sich die konservativen Ökonomen und auch die konservativen Historiker haben sich wahnsinnig aufgeregt über meine Darstellung von Erhard. Denn bisher werden ja nur Legenden verbreitet, vor allen Dingen von der Ludwig-Erhard-Stiftung, der Konrad-Adenauer-Stiftung, aber natürlich auch von der FDP, von der CDU. Und es wird immer noch so getan, als wäre Ludwig Erhard der Vater des Wirtschaftswunders und als hätte er große theoretische Leistungen vollbracht. Und die Wahrheit ist eben, dass Ludwig Erhard ein NS-Profiteur war, der für Gauleiter und für die Himmlerbehörden gearbeitet hat. Er war ein Opportunist, ein Lügner und vor allen Dingen auch ein wirklich naiver Ökonom. Also es war gar nicht so, dass die Wirtschaftspolitik in der Nachkriegszeit von Erhard gemacht worden wäre, sondern eigentlich von Adenauer. Bevor wir nochmal zu den Legenden kommen, zu Ihrem Buch, wir sind gerade unterbrochen worden, also Sie haben das Buch geschrieben. Jetzt ist natürlich keine Ruhe eingekehrt, sondern jetzt geht's erstmal richtig los, könnte man das so sagen? Ja, natürlich. Also was mich schon überrascht hat, ist, wie viele Leute einen Vortrag zu dem Buch wollen. Also eigentlich könnte man ja erstmal sagen, ja, das ist irgendwie Wirtschaftsgeschichte, das ist abgehakt. Aber so ist es natürlich nicht, denn was wir heute erleben, hat sehr stark damit zu tun, wie sich die Bundesrepublik nach 45 entwickelt hat. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Erhard, deswegen kommen wir dazu später. Was mich am meisten verblüfft, die Aussage, dass im Grunde 70 Jahre lang, sagen Sie, falsche Wirtschaftspolitik betrieben worden ist, also die Löhne sind zu niedrig und dieses Schuldendogma ist eigentlich ein ökonomischer Wahnsinn und eine Gefahr für die Demokratie. Das ist aber eine ganz schön harte Aussage, oder? Ja, also um mal bei den Löhnen anzufangen, also die meisten Deutschen denken ja, wenn sie Exportüberschuss hören, dass man damit von irgendwie reich wird, nicht? In Wahrheit ist es aber so, dass die Exportüberschüsse ein Zeichen von Armut sind. Und zwar vor allen Dingen von relativer Armut der Angestellten. Und das Interessante ist, dass dieser Wahnsinn mit den Exportüberschüssen schon 1952 angefangen hat. Als zu einer Zeit, als die Bürger im Westen noch wirklich arm waren, also nur damit man sich das mal vorstellen kann, noch 1953 waren auch die Westdeutschen so arm, dass sie sich nur zweimal im Jahr Kaffee leisten konnten, nämlich einmal Ostern und einmal Weihnachten, immer 50 Gramm. Und sonst war nichts möglich. Aber selbst dieses arme Land, das die Bundesrepublik damals schon war, hatte Exportüberschüsse. Und wenn man sich das mal anguckt, wie das zustande kam, dann lag das ganz wesentlich daran, dass, weiß ja jeder, permanent Flüchtlinge nach Westdeutschland gekommen sind. Alle Millionen wollten Stellen haben. Und damals hatte man dann auch schon die falsche Idee, dass Arbeit dadurch entsteht, dass die Löhne niedrig sind. Das heißt, in Deutschland war es immer so, von 1952 bis heute, dass die Löhne nicht so stark gestiegen sind wie das Wirtschaftswachstum. Und das führte dann dazu, dass man sehr viel exportiert hat, weil ja die eigenen Waren auch relativ billig waren durch die niedrigen Löhne. Aber man hat eben wenig importiert, weil die Leute hatten ja gar nicht das Geld, um jetzt ordentlich einzukaufen. Und dadurch ist diese Differenz entstanden zwischen Import und Export, was man bis heute eben beobachten kann. Und es ist wahrscheinlich die größte Legende in Deutschland, zu glauben, dass Exportüberschüsse irgendwie reich machen würden. Das heißt, der Wohlstand könnte noch größer sein, der Reichtum könnte in Deutschland noch größer sein, wenn die Löhne nicht so niedrig wären und wenn das Schuldendogma nicht so stark wäre. Verstehe ich das richtig? Ja, genau. Also wenn die Löhne in Deutschland höher wären, dann wären wir alle reicher. Genau. Das ist für Neoliberale wirklich schwer zu glauben, dass hohe Löhne reich machen, aber so ist das.
Das ist eine. Natürlich gilt, dass die Löhne nicht höher sein dürfen als der technische Fortschritt. Nicht? Also wenn man dann anfängt, die Löhne irgendwie in astronomische Höhen zu schrauben, dann ist das natürlich auch falsch. Aber der Punkt in Deutschland ist, dass wir technisch viel weiter sind als mit den Löhnen. Also da ist ein Riesenabstand. Ein weiteres ökonomischen Wahnsinn, wie Sie sagen, ist ja dieses Schuldendogma. Und das kann man ja, das ist ja kulturell in der Sprache schon verankert. Ich habe also einen aktuellen Artikel im Spiegel gelesen, wo es eigentlich darum geht, dass auch führende Ökonomen sich von diesem Schuldendogma, von der schwarzen Null verabschieden und sagen, okay, eigentlich muss man natürlich Schulden machen, das ist Grundidee und man darf Volkswirtschaft und Privatwirtschaft nicht vergleichen, aber sprachlich kommt dann schon wieder, Schulden sind schlecht, wir leben auf Pump. Das hat immer so einen negativen Beigeschmack, dass ich was mir pumpe und das ist per se schlecht. Aber Schulden machen, sich Geld borgen, ist das nicht eigentlich der Motor der Wirtschaft? Ja, also das kann man leicht zeigen, dass auch rein theoretisch das Wachstum das gleiche ist wie Kreditaufnahme. Oder anders gesagt, ohne Schulden gibt es überhaupt kein Wachstum. Wenn man sich jetzt aber nochmal die deutsche Geschichte anguckt, dann muss man wirklich sagen, dass diese Angst vor den Schulden ihre größte und schlimmste Folge ausgerechnet während der Wiedervereinigung hatte. Also alle erinnern sich ja noch daran, die DDR war weitgehend runtergewirtschaftet und jetzt musste man also Millionen in die Ostwirtschaft pumpen, um alles wieder aufzubauen, also Straßen, Häuser, Telefonleitungen, die Fabriken. Und das wäre auch gar kein Problem gewesen, wenn der deutsche Staat sich angemessen hätte verschulden können. Also denn das war ja eigentlich eine Investition in die Zukunft, nicht? Und dann kann man ja ruhig Schulden machen, das lohnt sich ja richtig. So, aber dummerweise, genau parallel zur Wiedervereinigung, wurde auch über die Einführung des Euros verhandelt. Und dann hat der damalige Finanzminister Theo Weigel durchgesetzt, dass jedes Land sich nur zu 60% seiner Wirtschaftsleistung verschulden kann. Und das hatte dann in Deutschland die Wirkung, also diese phobische Angst vor Schulden, dass man dann sich nicht verschulden konnte, weil man dann ja die Kriterien von Maastricht verletzt hätte, obwohl man die Wiedervereinigung hatte und eigentlich eine Menge Geld in Ostdeutschland investieren musste. Und diese völlig sinnlose Zwangsjacke, in die sich dann die Deutschen selbst gesteckt hatten, führte dann dazu, dass man einen großen Teil der Wiedervereinigung gar nicht über die Staatsschulden finanziert hätte, was richtig gewesen wäre, sondern stattdessen hat man sich bei den Sozialkassen bedient. Also die Rentenbeiträge und auch die Arbeitslosenbeiträge sind sehr stark gestiegen. Und das führte dann dazu, dass die Angestellten, und zwar in Ost und West, also völlig unabhängig, wo in Deutschland sie gelebt haben, haben dann eben einen großen Teil der Wiedervereinigung finanziert, während die Selbstständigen beispielsweise gar nichts beigetragen haben. Und das ist natürlich extrem ungerecht gewesen und hat auch dazu geführt, dass viele Leute das Gefühl hatten, dass diese Wiedervereinigung nur teuer ist und nichts bringt. Nicht? Und das ist eigentlich richtig bedauerlich, denn rückblickend gesehen muss man sagen, die Wiedervereinigung war an sich ein super Erfolg. Also ich weiß, dass das in Erfurt nicht jeder so sieht, aber deswegen würde ich das gerne nochmal sagen. Also die Wiedervereinigung so auf den ersten Blick war wahnsinnig teuer, nicht? Also das ist so, dass wahrscheinlich zwischen in den letzten 30 Jahren von West nach Ost ungefähr 2,5 Billionen Euro geflossen sind. Das ist wirklich viel Geld, das sind 2.500 Milliarden. Ui. Aber am Ende war es umsonst, also kostenlos. Denn das sieht man daran, dass jetzt die Staatsverschuldung in Deutschland niedriger ist als beispielsweise in Frankreich oder England. Dann ist doch alles gut eigentlich. Aber jetzt reden Sie unser schönes Deutschland so schlecht. Ich dachte immer, dass wir in Europa die Reichsten, die Coolsten und die Besten sind mit der besten Infrastruktur, das meiste Geld haben. Ist das auch ein Mythos? Ja, also andere Länder haben das schlauer angestellt. Also beispielsweise die Österreicher sind reicher als wir. Und zwar einfach deswegen, weil sie bestimmte Fehler nicht gemacht haben. Also die beiden größten Fehler, die Deutschen immer wieder machen, den einen hatten wir schon, ist immer auf die Löhne zu drücken. Und der Kerntrick in Deutschland, wie man dafür sorgt, dass die Löhne niedrig sind, ist ja einfach, dass man dafür sorgt, dass die Arbeitgeber aus der Tarifgemeinschaft aussteigen können. Also jedes Unternehmen kann jederzeit den Arbeitgeberverband verlassen. Und dadurch sind dann die Tarifverträge, die in Deutschland geschlossen werden, komplett ausgehöhlt und gelten gar nicht für alle. Und wenn man die Gewerkschaften gar nicht vernünftig verhandeln können, ist ja klar, dass die Löhne niedrig sind. Das geht zum Beispiel in Österreich nicht. Da ist einfach jedes Unternehmen im Arbeitgeberverband und muss dann den Tarifvertrag auch tragen. Und das andere, was die Österreicher richtig gemacht haben im Unterschied zu den Deutschen, ist, sie haben nie die Riester-Rente eingeführt. Sondern in Österreich ist es wirklich so, alle zahlen in die Rentenkasse ein, auch Beamte übrigens.
Und das Ergebnis ist, das muss man sich mal vorstellen, dass die durchschnittliche Rente in Österreich kann bei 1.800 Euro liegen. Und hier sind wir irgendwie durchschnittlich bei 1.000 Euro. So, und das sind politische Fehler. Das hat mit der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft überhaupt nichts zu tun. Was dazu führt permanent, dass in Deutschland die Massen eigentlich zu arm sind und hinter der wirtschaftlichen Entwicklung zurückbleiben. Die Infrastruktur ist ja auch tatsächlich so aufgebraucht, wie man das häufig hört, dass wir von der Substanz leben und es einen riesen Investitionsstau gibt in die öffentliche Infrastruktur? Ja, es gibt ein Riesenproblem bei der Infrastruktur. Also das wird ja immer wieder deutlich, wenn es um Schulgebäude geht oder um Brücken, die dann schon für den Lkw-Verkehr gesperrt sind und ähnliches. Und dann wird oft im Westen gedacht, weil das Ruhrgebiet ist ja besonders desolat, das liegt an der Wiedervereinigung und so nach dem Motto, alles Geld ist in den Osten geflossen, jetzt ist für den Westen nichts mehr übrig. Das ist völliger Unsinn. Also das hat mit der Wiedervereinigung überhaupt nichts zu tun, sondern der Fehler, den man gemacht hat, ist, dass man dann ab 1998 die Steuern für die Reichen so stark gesenkt hat, also ausgerechnet unter Rot-Grün. Und man muss sich klar machen, dass diese rot-grünen Steuerreformen bis heute 60 Milliarden Euro im Jahr kosten. Also jedes Jahr fehlen 60 Milliarden. Und dann muss man sich ja nicht wundern, dass irgendwie kein Geld mehr übrig ist, um die Straßen zu sanieren. Wieso kommt, also Sie sprechen ja von ökonomischem Wahnsinn und dass es auch eine Gefahr für die Demokratie sei. Wieso hat sich das in Deutschland, diese Wirtschaftslehre, so durchgesetzt? Alle gucken von draußen, wenn man sich andere Ökonomen, internationale Ökonomen anschaut, dann belächeln die ja Deutschland ein bisschen und sagen, wieso macht ihr das? Warum? Und ich frage mich auch, warum? Ja, da muss man sagen, dass diese Mythen, die ganz am Anfang der Bundesrepublik entstanden sind, die sind eben wahnsinnig mächtig. Also zum Beispiel wurde ja von Anfang an erzählt, haben ja dann auch 1990 alle in der DDR miterlebt, dass Deutschland eine soziale Marktwirtschaft sei. So, und in Wahrheit war hier aber keine soziale Marktwirtschaft, sondern es ging nach dem Krieg genauso weiter wie im Krieg und vor dem Krieg. Nämlich die gleichen Großkonzerne haben geherrscht und vor allen Dingen auch mit dem gleichen Personal. Also die Manager, die mit Speer zusammen da in den Rüstungsringen saßen, die saßen hinterher nach dem Krieg wieder in den Vorständen. Und das war natürlich in gewisser Weise wahnsinnig peinlich, dass sich wird ökonomisch eigentlich seit dem NS-Regime überhaupt nichts geändert hatte. Und um diese totale Kontinuität zu maskieren, hat man dann ein neues Label erfunden, nämlich diese soziale Marktwirtschaft. Mhm. Und die Leute haben nie mitbekommen, wie neoliberal Deutschland immer war. Also hier gab es, anders als in anderen Ländern, gar keine Phase der makroökonomischen Steuerung, sondern das Credo war immer, vor allen Dingen von Ludwig Erhard, der Markt an sich ist sozial. Nicht, wenn es Wettbewerb gibt, dann ist der Kunde König und dann brauchen wir gar keine Sozialpolitik. Kommen wir mal zu dem Ludwig Erhard, den haben wir gerade angesprochen. Den haben Sie ja vom Sockel gestoßen. Das ist ja der Mythos der sozialen Marktwirtschaft. Der Begriff ist ja wohl gar nicht unbedingt von ihm und er hat sich, war so ein guter PR-Berater oder ein guter Öffentlichkeitsarbeiter, aber mehr nicht, sagen Sie? Ja, also wenn man jetzt sich mal anguckt, wer Erhard war, dann muss man sagen, er war ein talentierter Selbstdarsteller. Also man tut Erhard nicht Unrecht, wenn man sagt, dass er eigentlich gar nichts konnte. Also er war zum Beispiel ein schlechter Minister, er hat nie die Akten gelesen, er war total uninformiert, er hatte auch keine Ideen, er hat eigentlich im Wesentlichen rumgesessen. Das war auch die Wahrnehmung der anderen Minister im Kabinett Adenauer, die ihn ja alle letztlich nicht ernst genommen haben. Aber was Erhard konnte, das war Wahlkampfreden halten. Und was Erhard auch konnte, war Werbung für sich selbst machen. Also man muss sich klar machen, dass Erhard zwar Volkswirt war, aber eigentlich kam er aus der PR-Branche. Nicht? Er hat bei einem Institut gearbeitet, das sich in Nürnberg, das sich damit beschäftigt hat, wie man PR machen kann für die Konsumgüterindustrie. Das war damals völlig neu, das kam praktisch aus Amerika. Und Erhard war an der Vorfront des PR-Wesens in Deutschland. Und dieses PR-Wissen hat er dann auf seine eigene Person angewandt. Und es gab dann in den 50er Jahren so eine Kasse der Industrie, der Verein hieß Die Waage. Da wurden Millionen gespendet von den Unternehmen. Und mit diesen Geldern wurden dann ganz gezielt Anzeigenkampagnen in den Zeitschriften und Zeitungen gestartet, um immer zu schreiben, dass Ludwig Erhard der Vater der sozialen Marktwirtschaft sei. Und was wirklich neu war, war nicht nur, dass es diese Anzeigen gab für einen Politiker, sondern parallel hat man dann immer Umfragen gemacht durch das Allensbach-Institut, um zu gucken bei repräsentativ ausgewählten Westdeutschen, wie diese Anzeigen wirken. Also ob die Botschaft, die man mit den Anzeigen senden wollte, auch bei den Betrachtern dann angekommen ist.
Und diese Kombination von Anzeigenkampagnen und Umfragen war auch völlig neu und direkt aus Amerika importiert. Heute wäre er wahrscheinlich Chef der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die ja Ähnliches machen, auch für die Wirtschaft Image-Kampagnen. Der war also seiner Zeit voraus. Ja, genau. Und man muss sagen, dass diese Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die wird ja von den Arbeitgebern in der Metallindustrie finanziert, die haben dieses Konzept direkt von Ludwig Erhard übernommen. Mal zu den Reaktionen. Also die NS-Verstrickung, dass er mit den Nazis zusammengearbeitet hat oder da relativ pragmatisch war, eigentlich unideologisch und ein reiner Pragmatiker, oder war er auch Ideologe? Also nein, er war Profiteur. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Ludwig Erhard der totale Rassenfanatiker gewesen wäre. Ganz im Gegenteil, mit dieser ganzen Rassenlehre der NS-Bürokratie hat er eigentlich nichts zu tun. Nur das hat ihn nichts davon abgehalten, dann trotzdem mit Himmler-Behörden zusammenzuarbeiten, und zwar vor allen Dingen in den annektierten Gebieten. Also viele Deutsche machen sich nicht klar, was in den annektierten Gebieten los war, vor allen Dingen im annektierten Polen. Das war das sogenannte Wartegau. Und da war die Idee, dass diese Bereiche sollten germanisiert werden. Da sollten am Ende nur Deutsche leben. Das Problem an diesem Konzept war aber, als diese Gebiete annektiert wurden, waren da überhaupt keine Deutschen. Das heißt, das bedeutete, diese Idee mit der Annexion, dass man jetzt Hunderttausende von Polen und natürlich auch sehr, sehr viele Juden entweder deportiert oder in Konzentrationslagern einsperrt. So, und das war ein Massenmord. Das kann man sich anders nicht vorstellen. Also kein Land hat im Zweiten Weltkrieg so gelitten wie Polen. Die Leute wurden systematisch ausgehungert, systematisch entrechtet. So, und mittendrin Erhard. Und was hat er dann da gemacht? Also er ist auch umgereist. Es ist nicht so, dass Erhard nicht gewusst hätte, was sich da abspielte. Er hat dann ein Gutachten darüber verfasst, wie man jetzt dieses annektierte Polen, wenn die Arbeitskräfte fehlen, weil man die Polen und Juden ja deportiert und zum Teil ermordet hat, wie man dann dieses annektierte Polen ökonomisch entwickeln kann. Das heißt, der Punkt ist, die ganzen Gutachten von Erhard, auch in Lothringen, machen nur Sinn, wenn man von den Arisierungen und den Verbrechen und den Deportationen weiß. Sonst hätte man diese Gutachten gar nicht verfassen können. So, und dann hat Erhard da immer bestens verdient. Das war sein eigentliches Ziel, nicht? Erhard war wahnsinnig geldgierig. Das zog sich auch durch. So, und hinterher wusste natürlich Erhard besser als jeder andere, wie gefährlich seine Biografie war für die weitere Karriere im Nachkriegsdeutschland. Und dann hat er sich einfach eine Widerstandsbiografie zurechtgelogen. Das ist wirklich sensationell, wie geschickt er gelogen hat. Also muss man, das ist richtig mit kriminalistischem Gespür. Muss da nicht die Wirtschaftsgeschichte und auch die bundesdeutsche Geschichte eigentlich neu geschrieben werden oder unter einem anderen Blickwinkel gesehen werden, weil es rankt sich ja viel, dass der deutsche Nachkriegsmythos an Ludwig Erhard, so das Wirtschaftswunder, soziale Marktwirtschaft und so weiter, dass dieses Land aus eigener Kraft das geschafft hat und so weiter, da müsste man einfach neu anfangen zu schreiben, oder? Naja, das ist genau der Punkt. Also wenn man sich jetzt mal diese Wirtschaftsmythen anguckt, die in Deutschland immer erzählt werden, nicht? Also die soziale Marktwirtschaft, Erhard als Vater des Wirtschaftswunders, das Wirtschaftswunder, die unfehlbare Bundesbank als Hüterin der D-Mark, die Exportüberschüsse als Zeichen nationalen Reichtums. Wenn man sich mal fragt, was jetzt diese Mythen alle zusammenhält, denn die sind ja durchaus unterschiedlich, dann haben sie eben eins gemeinsam. Es sind immer nationale Mythen. Also die Idee ist immer, die dahinter sich verbirgt, ist immer die gleiche, nämlich Deutschland hat es durch Raffinesse und Fleiß ganz alleine geschafft, sich aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs zu befreien, nicht? Und Deutschland ist irgendwie schlauer als seine Nachbarn und hat ein Wirtschaftssystem, das noch nie jemand erfunden hat. Und das ist natürlich alles völliger Humbug. Sondern wenn man sich die Geschichte anguckt nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute, dann stellt man fest, Deutschland konnte nur reich werden in der Zusammenarbeit mit seinen Nachbarn. Und ohne Europa ist Deutschland gar nichts. Und das Problem an diesen Mythen ist ja, dass sie Europa tendenziell torpedieren, weil eben der Eindruck entsteht und auch entstehen soll, ach, Deutschland braucht Europa gar nicht. Höchstens andersrum, nicht? Europa kann dankbar sein, dass Deutschland mittendrin liegt. Und das ist einfach Quatsch, nicht? Also wir sind ein Teil von Europa und werden nur mit unseren europäischen Nachbarn reich. Das heißt, die Idee von Europa ist ganz eng verknüpft mit Wohlstand. Wie abschließend vielleicht noch, wie ist es mit der Abschottung? Europa ist ja auch ein Abschottungsprojekt. Wie kann Europa prosperieren zukünftig? Haben Sie eine Vision von Europa? Naja, also die größte Herausforderung, vor der wir stehen, ganz unmittelbar, merkt ja auch schon jeder, ist der Klimawandel.
Und diesen Klimawandel kann man ja nur europäisch und auch global angehen. Mhm. Also dieses nationalistische Konzept, diese Idee, ich sitze da irgendwie auf meiner eigenen kleinen Insel, das funktioniert gar nicht, nicht? Sondern wenn man hier überleben soll als Menschheit, dann geht das überhaupt nur noch durch Kooperation. Die Geschichte, die deutsche Wirtschaftsgeschichte, die werden wir sicher nochmal besprechen, aber das Buch ist aktuell raus, Deutschland ein Wirtschaftsmärchen, warum es kein Wunder ist, dass wir reich geworden sind, das neue Buch von Ulrike Herrmann. Ich bedanke mich fürs Gespräch, wünsche Ihnen eine angenehme Zeit in Berlin und vielen Dank. Nee, ich danke. Tschüss. Tschüss.